Guten Abend. Salve a tutti. Wir haben Monatsende, 31. Mai, es ist 17.29 Uhr. Der DAX baut an seinem Schlusskurs, aber das soll es mir egal sein. Eins vorne ab, da freue ich mich jetzt schon total drauf. Das ist die Geschichte hier. Ich habe es euch versprochen. Im Ende März habe ich es gemacht mit dem Jörg Scherer. Diesmal ist der Martin Utschneider dran. Und wir machen das am 1. Juli, machen wir das Wunschkonzert. Wir machen nicht 45 Minuten oder 60, wir machen 1,5 Stunden. Ich bin besonders den Trading Brothers dankbar, weil weder der Martin noch ich, wir haben eine so eine Go-To-Webinars-Software. Die machen alles. Der Link kommt noch. Das ist einfach nur mal eine Ankündigung. Und 1. Juli, ich habe geschaut, da spielt also Deutschland definitiv nicht. Gab es weiterkommen, weil das ist dann irgendwie Spiel der Gruppe, ich glaube D und E. Ja, es kann sein, dass da Frankreich spielt, das weiß ich nicht. Aber es spielt kein Deutschland. So, das ist also das einfach schon mal merken, aber ich werde selbst in Urlaub gehen vom 19. bis zum 18. Juni, das habe ich jetzt mal kurzfristig beschlossen. Ab dem 20. Juni werde ich das promoten und dann könnt ihr euch dann über einen Link, der euch führt zu den Trading Brothers, die organisieren alles für mich, bin denen also echt dankbar. Da könnt ihr dann die Aktien wünschen, dann suchen wir die, sagen wir mal 15, ja, ich nehme mal an 15, 16 meistgewünschten raus. Ich muss mich sonst um gar nichts kümmern, also ihr müsst da nichts auf YouTube machen, gar nichts. Aber da komme ich dann nochmal unter Detail drum, nur mal, dass ihr schon mal den Tag habt. Und wir haben extra einen späteren Zeitpunkt genommen. Ja, es wird aufgezeichnet, aber nicht auf YouTube hinterhergestellt. Aber das, diese Details, die sage ich euch dann hinterher. Das vorab. So, jetzt sind wir beim DAX. Das ist heute ein sogenannter Inside Day. Ja, das heißt, das Hoch, das darf mal so 2-3 Punkte drüber gehen, aber letztendlich ist die gesamte Kursbewegung innerhalb der Kerze des vorangegangenen Tages. Jetzt gibt es eine Theorie, die sagt, ja, das ist ein Stabilisierungsding. Tja, weiß ich nicht. Also ich habe da keine Statistiken drüber. Ich kann das nicht sagen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Ich gebe da drauf nicht so viel. Mir ist es eigentlich egal, ob es ein Inside Day ist oder nicht. Tatsächlich finde ich es nicht egal. Die Bänder, fangen wir mit denen an, die laufen beide zusammen weiter. Und die Volatilität, die war ja heute echt schnarchend. Ja, also das muss ich ja wirklich sagen, das ist so ein Tag, da lohnt sich nicht das Aufstehen für einen Händler oder zumindest drauf zu schauen. Ich habe auch mal irgendwann 50 Punkte mitgenommen, aber das war es auch. Und dafür will ich nicht vorm Computer sitzen, wirklich nicht. Ich formuliere es neuerdings so, da ist auf meinem Tinder-Konto ist mehr los als an der Börse hier. Wirklich lahm. Aber die 8 des 38er hat erneut gehalten. Wir waren nicht ganz dran, gestern waren wir drunter. Und das untere Band steigt auch hoch. Deswegen gehe ich also von den Bändern her, muss ich davon ausgehen, dass wir weiter erstmal hier in dieser Range bleiben. Sollten wir diese Fibo-Marke hier bei 18.411 unterbieten mit Schlusskurs, gehe ich davon aus, dass wir den schon am Mittwoch besprochenen Bereich hier, dass wir den sehen. Zwischen diesem kleinen Doppeltop, was wir seinerzeit hatten, 16.240 und dem 50er Dresd mit 18.240, das ist Doppeltop, und 18.262. Von der Technik her ist hier bei mir alles noch negativ. Seitwärts, korrektiv, negativ, keine Stabilisierung. Auch wenn der eine oder andere vielleicht sagen mag, dass eine Inside-Kerze eine Stabilisierung ist, finde ich nicht. Ich finde diesen Bereich sehr, sehr wichtig. Der darf auch mal unter das Band gehen. Ich hatte gestern Abend, das haben wahrscheinlich nicht viele gesehen, habe ich nochmal einen Film reingemacht über den Nasdaq und auch ganz zum Schluss kurz besprochen Dow Jones und Standpur. Wenn ich den Nasdaq heute sehe, schon wieder 1,5% tiefer, unter der negativen Anführung von sowas wie Dell Computers 22%. Das ist ein Wort, das sind irgendwas mit 25 Milliarden. Mich hatte jemand gefragt zu Salesforce. Salesforce ist auch so eine Geschichte, hat auch stark verloren, ob man da schon was kaufen soll. Ich halte mich bei sowas da zurück. Ihr wisst, was ich sage immer, dass das, wenn die Bänder aufgehen, da muss man ein bisschen warten. Aber zurück zum DAX hier. Also mich sieht es nach wie vor nach Korrekturphase aus, nach Atem holen, nach Imbiss nehmen, wie auch immer. Im Extrembereich für die nächsten paar Tage hier bis zu 18.240. Ich habe hier keine Stabilisierung. Jetzt gucken wir mal auf die 4 Stunden, ja, das ist das, was er gut macht. Er geht dann immer runter, aber holt sich dann auch gleich wieder die Bänder zurück. Also jetzt im 4-Stunden-Modus, ja. Runter, gleich wieder hoch, runter, gleich wieder hoch. Das macht er gut. Gestern war der Nasdaq, ach, was war denn das? Das waren, glaube ich,
40 Punkte oder sowas über dem DAX. Und heute ist er gerade eben, was sind das, 230 Punkte drunter. Also nur mal, um euch diese Dimensionen zu zeigen. Ja. Und im DAX passiert hier gar nichts. Also nicht wirklich was, was ich jetzt hier sagen muss, ey, da müsst ihr aufpassen. Nö, nö, sehr ruhig. Gehen wir zurück auf den Tag. Ich habe die gleichen Scheine genommen wie letzte Woche. Außer, dass ich die Basis leicht verändert hat, bei den Calls nach oben und bei den Puts auch momentan, bei den Zinsen, hat sich auch beim Hebel fast nichts getan. Gar nichts. Deswegen lasse ich die so drinne. Und ich habe keine Position über das Wochenende. Wir haben jetzt Nachrichten von Trump. Auf einmal sind alle Europäer damit einverstanden, dass die Ukrainer auch in Russland Militärziele bombardieren dürfen. Das eskaliert ein bisschen. Ich habe keine Long-Position, ich habe aber auch keine Short-Position. Aber bei mir festgestellt, aufgrund des Trading-Tagebuchs, was ich ja führe, dass von Tri-Trades sind zwei Short und einer Long. Und das jetzt schon seit Tagen. Das ist für mich immer wieder, ich muss mir das immer wieder in Erinnerung rufen. Ich habe keine echte Meinung hier, außer dass ich denke, dass wir innerhalb der Bänder bleiben werden. Ich sehe momentan keinen Anlass zu glauben, dass wir hier irgendwie neues All-Time-High machen. Im negativen Fall rechne ich mit der Erreichung dieses Kastens hier. Aber das untere Bollinger-Band, das wird auch schon eine kleine Stütze sein. Das ist im Moment bei 18.325 und liegt dann am Montag bei 349 ungefähr. Der Markt ist langweilig und es gibt Momente, da muss man einfach auch nicht dabei sein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.